Der Song geht nur an dich, Bruder. Und Leute, der Song basiert nicht auf Reime, sondern einfach auf die Geschichte. Weißt du noch damals im Jahr 2015 genau, wo alles begann? Wir waren beide auf derselben Schule und du hast mega auf cool getan. Und dein erstes Wort zu mir, verpiss dich mal. Irgendwann hattest du keine Freunde mehr, standst alleine da und dann entwickelte sich eine Freundschaft ganz langsam zwischen uns. Irgendwann hatte ich unseren Klassenlehrer gefragt, wann er Geburtstag hat. Und er meinte am 13.06.2003. Und ich wollte es nicht glauben, weil ich da auch Geburtstag habe. Und dann haben wir immer mehr zusammen gemacht. YouTube, Pyrokings und so weiter. Und dann kam der Funken, der uns zu Brüder gemacht hatte. Und zwar war es so, dass Leon seine Mutter mit meiner Mutter in demselben Zimmer lagen. Leon ist vor mir auf die Welt gekommen und dann ist sehr viel Scheiße passiert. Du bist in das Heimbuch gekommen und in sämtlichen WGs und jetzt bist du seit 2 Jahren mehrere tausend Kilometer von mir entfernt. Wir haben uns seit 4 Jahren nicht mehr gesehen und trotzdem halten wir Kontakt. Und er hat keinen Menschen außer mich. Und deswegen, Bruder, sind wir Blutsbrüder forever. Früher wurde mir gesagt, häng nicht mit ihm ab. Und wo sind diese Personen? Genau, weg. Und was hat gehalten? Genau, Brüderschaft. Die 4 Jahre haben bald ein Ende. Denn sehe ich dich endlich wieder. Ich freue mich so sehr nach den ganzen scheiß 4 Jahren. Dich wiederzusehen. Ich möchte dir mit dem Song nochmal sagen, was du für mich bist. Es ist so eine scheiß Zeit alles gewesen. Bruder und zusammen haben wir alles durchgemacht. Und es wird auch so bleiben. Und wenn du wieder da bist, wird alles wie früher. Deine neue Familie K3. Hab dich lieb, Blutsbrüder forever.